Grüß euch, Freunde, willkommen zurück bei Call of Duty Vanguard in Season 4, nämlich die ersten 5 Herausforderungen im Zombie-Modus, die wir natürlich heute mal kurz durchgehen und euch Bescheid sage, was ihr da machen müsst oder was ihr dafür braucht, natürlich gleich hier am Anfang des Videos. Also, ich werde natürlich auf jedes einzelne eingehen und nur so ein bisschen erklären, was man dafür braucht. Hier haben wir die ersten 5. Für das erste müssen wir insgesamt 100 Runden in der neuen Chino-Numa-Map überleben. Naja, das ist eigentlich ganz einfach. Hier habt ihr Zombie-Modus, da könnt ihr hier einzeln, privat oder Numa-Numa mit irgendwelchen anderen spielen. Und da müsst ihr halt einfach 100 Runden insgesamt überleben. Sollte kein Ding sein. Bei der zweiten, die Täuscherin Zaballa greift euch öfters mal an. Diese Angriffe sollt ihr 5-mal ausweichen. Dieses habe ich auf der neuen Karte nicht gemacht. Das habe ich auf der anderen Terra Medicta, habe ich das, wie glaube ich, wie sie heißt, habe ich das dort gemacht, weil da finde ich das bisschen einfacher, weil da die Wege viel einfacher sind. Aber das könnt ihr euch selber entscheiden. Also, wenn die natürlich kommt, müsst ihr dann, wenn ihr sofort die Maske getroffen habt oder auch sie angreift, nämlich die Angriffe hier auf dem Boden, da müsst ihr ausweichen. Eigentlich relativ nur schnell rennen und eigentlich relativ schnell die Masken abschießen, sodass ihr nicht getroffen werdet. Zwischendurch greift sie zwar auch nochmal an, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Die Zombies dürfen euch ruhig angreifen. So, das nächste, erreiche 100 Eliminierungen mit MPs. Naja. Ich meine, das ist ja ganz einfach. Ne, 1000 Eliminierungen, tut mir leid, 1000 Eliminierungen mit MPs. Ja, haut euch eine MP rein, dafür würde ich natürlich euch gleich die neue empfehlen. Oder eine andere, das kommt natürlich auf euch an. Ich habe die Marke 5 dafür gewählt, da mit 1000 Abschüssen immer und auch relativ ein Level hochgestiegen. Also könnt ihr sehen, welche, wie ihr es wollt. Erreiche natürlich 50 kritische Abschüsse, wenn du des Todesstoß packt. Drinne hast. Ja, der Todesstoßpakt, das ist natürlich ein bisschen tricky, weil halt er random kommt. Wie er natürlich aussieht, zeige ich euch natürlich gleich. Dazu braucht ihr ein Herz und halt den Altar. Bei dem Altar, ihr müsst hier nochmal kurz Zombies töten. Gehen wir hier rein, oben drüber steht's, Todesstoß. Und jetzt müssen wir hier einfach kritische Abschüsse machen. Mit dem Todesstoß. Also bringt eigentlich nicht so viel, aber ja, müssen wir mal. Dann haben wir hier 50 Feinde, die von der Heilaura-Artefakt Stufe 2 oder besser umgeworfen werden. Also die müssen relativ nah bei euch sein. Am besten eigentlich der Täuschgranaten, eine gute Waffe. Und wenn ihr da vor euch Gegner habt, aktiviert einfach die Heilaura. Die Heilaura schmeißt die Gegner da um, dann tötet ihr sie. Da ist die Heilaura, die müsst ihr einfach auswählen und dann hier verbessern und dann halt die Heilaura aktivieren. Na gut, das waren die ersten 5 Leute, bis zum nächsten Mal. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch, die Links findet ihr in der Beschreibung.